Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Was war das denn? To die. Ach, da vorne ist jemand in die Spikes gefallen. Okay, alles klar. So. Okay, mal gucken. Kann sein, dass meine Kameraposition gerade etwas anders ist als gewohnt. Der Grund dafür ist da. ja, ich ohne Scheiß, ich let's play gerade an einem Küchentisch. An meinem Küchentisch, der jetzt auch nicht mehr in der Küche steht. Ich habe jetzt ein großes Loch in der Küche. Und das klingt so eklig. Und ich habe ein großes Loch jetzt in der Küche. Nachladen. So, der nehme ich überhaupt auf? Ja, immer sicherheitshalber mal gucken. Kann nie schaden. Ne, da will ich nicht lang. Boah, da will ich erst recht nicht lang. Da ist ein Spucker. Dann versuchen wir den doch mal. Aber so auf gar keinen Fall. Ne, so auch nicht, weil. Konzentrieren und gleichzeitig reden ist ein Problem. Na, aber Kopftreffer sind das auch nicht. Ich möchte halt nicht, dass er anfängt zu schreien. Und Leute aufweckt. Na, toll. Jetzt bist du aber wohl hoffentlich weg. Ich verwirre das immer noch, dass die einfach so stehen bleiben. Oh, ein Auto. Das nehmen wir mit. Ja, wir haben ja, wie gesagt, hier diese Baustelle von, die bauen ja seit Monaten in diesem Haus hier und die waren jetzt doch so nett und haben uns kostenlosen großen Sperrmüllcontainer zur Verfügung gestellt und den musste ich natürlich nutzen. Und da der Schreibtisch weg sollte und ich eh einen neuen haben möchte, das heißt, da ist einer auf dem Weg, so Firmenrestware von uns, dachte ich mir, entweder habe ich den Krams dann noch wieder 2 Jahre im Keller stehen oder ich schmeiße ihn jetzt raus und die hat er mir entgegengeschleudert, ne? Oder? Was? Wieso ist die denn wieder aufgestanden? Ich habe die doch gerade gelootet. Das verstehe ich nicht. Habe ich die nicht gelootet? Oder war das eine neue? Wo kommt die denn her? Okay, naja, jedenfalls ist jetzt Kameraposition ein bisschen anders, ist ein bisschen tiefer, ich glaube, dass das sogar besser ist, wird sich dann zeigen. Ist nur scheiße unbequem, weil der Tisch sehr tief ist, also ich kriege die Beine kaum drunter, sage ich mal, und jedenfalls nicht in einer angenehmen Sitzhöhe. Naja, mal gucken, 2 Wochen, dann sollte ich einen anderen Schreibtisch haben. Aber kostenfreien Sperrmüll muss man nutzen. Also auf dem Land wird ja, glaube ich, so mal Sperrmüll allgemein, ne? Für den ganzen Ort angerufen. Das gab es hier vor, weiß ich, 15 Jahren auch mal. Mittlerweile ist das so, dass man zumindest in Bremen, ich vermute mal, dass das in allen Städten so ist, echt einen Termin machen muss. Und du kriegst halt nur einen alle. Jedes Jahr oder alle 2 Jahre, glaube ich. Das war's dann. Mehr kriegst du nicht. Also jedenfalls nicht. Letztendlich ist der Sperrmüll ja in der normalen Müllgebühr mit drin, sage ich mal. Die ist ja auch hoch genug. Gucken wir mal. Ein gelber Motor. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, ein gelber Motor ist schon mal besser als gar kein Motor. Ja, und tschüss. Oh. Ein gelber Motor ist schon mal besser als gar kein Motor. Aber auf jeden Fall ist das besser. Die sind so eklig. Nee, so nicht. Also kam komplett an vorbei, dass sie da geschossen. Die sind so eklig, die Spider-Zombies. Ja. Wenn man die dann wirklich mal im Kopf trifft, ist aber auch gut dann. Ne? Oh, der ist noch nicht tot gewesen. Ich dachte, der kippt um. Und der war immer noch nicht tot. So viel zu den Sterbeanimationen. Also dieses Rückschwanken eben, das sah für mich recht tot aus, muss ich sagen.
Wir laden mal durch. Ich rechne immer noch mit Kötern. Was soll das denn? Okay, geht auch so. Ja, da kommt doch von hinten was. Drei Stück. Shit. Auch gehen hier nicht auf den Senkel, ey. Blöde Hornisse. Na toll, jetzt kommen sie alle an aus der Verwandtschaft. Okay, dann gehe ich weiter. Da habe ich keinen Bock zu. Da habe ich keine Lust zu. Ich suche, eigentlich suche ich... na, hier ist er doch schon gar nicht mehr. Was, wo ist er denn? Da ist er. Quick Waypoint. Gehen wir dahin. Den Shotgun Store. Ich wollte es nur nicht ankündigen, weil ich schon so oft gesagt habe, wir gehen heute in den Shotgun Store und dann ist da nichts draus geworden. Das habe ich... Ich weiß nicht, wie oft ich das mittlerweile schon gesagt habe. Und da ich keine leeren Versprechungen mehr machen wollte. Jetzt habe ich ihn ja schon erwähnt. Jetzt muss ich auch irgendwie hin. Ich gucke mich mal lieber um. Keine Lust, von so einem Hund überrascht zu werden. Dass ich die Motor unten nicht gesehen habe. Na, wo kann man immer nach oben gucken, ne? Ob hier irgendwas kommt. Dann sieht man auch mal was. Ich gucke dann lieber gleich nochmal in die Tasche, was wir gefunden haben. Wenn ihr aufmerksamer seid, seht ihr das ja ein bisschen vorher. Ich hätte die Autos auch mal looten sollen, was? Habe ich nämlich gar nicht mehr. Guck mal. Da bin ich so erpicht auf dem Motor, dass ich nicht mehr die Autos loote. Okay, habt ihr wahrscheinlich euch schon die Hand vor die Stirn gehauen. Okay, ab sofort loote ich sie auch wieder. Ich werde mir hier schon mal die... Axt reinpacken. Wir sind eigentlich zu voll, um jetzt in den Shotgun Store zu gehen. Ne? Ja, dann lassen wir halt ein paar Sachen drin. Was soll's, oder? Eigentlich sind wir zu voll. Wo ist er denn? Und use. Ist ja gar kein Shotgun Store, das ist ja ein Working Tools Laden. Ich habe doch hier irgendwo einen Shotgun Store gehabt. War ich denn in dem Tool Store schon drin? Ich glaube, ne? Auf jeden Fall können wir schon mal sonst anfangen, uns jetzt das Minibike zusammenzubauen. Ey, geh mir nicht auf den Senkel, ey. Junge, ey. Nee, da waren... Mir sind gerade zu viele Zombies hier. Da waren wir auch noch nicht drin. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt direkt zurück und bauen uns das Minibike. Das ist das Beste, was wir machen können. Wir bauen uns das Minibike und dann suchen wir nochmal einen Shop auf. Es ist unglaublich. Mann, oh Mann, du kommst hier zu nix, ne? Und am unangenehmsten finde ich, wie gesagt, die Spiders momentan, weil die die ganze Umgebung zusammen schreien und rufen. Das ist nicht geil. Das ist total uncool. Wo ist jetzt meine Ranch, Mensch? Da. Die rennen doch hinter mir her. Ich habe doch nicht so viel Zeit. So, ein bisschen Benzin habe ich ja auch. Okay, da war nichts drin. Komm, jetzt vielleicht nochmal... ist der gelbe Motor besser als der grüne? Nein, ne? Nein, grün ist besser als gelb, ne? Mhm, glaube ich. Muss ich doch mal gucken. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt einen Lilan erwartet. Aber wir kriegen noch unseren Lilan-Motor. Ja, und weg hier. Shotgun schon mal rausholen. So, dann gehen wir jetzt auf direktem Wege zurück nach Hause. Wow, nette Explosion. Was ist denn da drunter? Wasser? Das sieht komisch aus, ne? Merkwürdig sieht's aus.
etwas merkwürdig. Okay, auf zurück. Da sind wir ja schon. Ich muss mir noch einen Zugang bauen zu der Basis, einen besseren. Und zwar einen deutlich besseren Zugang. Und die Rampe möchte ich auch ganz gerne, glaube ich, wegnehmen. Huch, ja, huch. Die Rampe möchte ich auch wegnehmen, glaube ich. Oder zumindest möchte ich von der anderen Seite einen Zugang haben, der irgendwie etwas eleganter ist und dann vielleicht mit einer Art Leiter auch funktioniert. Gut, das geht ja auch. So, dann nehmen wir die jetzt weg hier. Dann haben wir hier oben unsere Ruhe. Und dann können wir das Minibike mal unten montieren. Dann müssen wir uns auch irgendwie versuchen, eine Garage irgendwie fertig zu machen dafür. So, das sortiere ich in der Nacht ein. Das sortiere ich alles wirklich in der Nacht. Oh, ich habe einen blauen Motor gefunden. Wie geil. Ha, sehr schön. Okay, ja, dann kann es ja losgehen. Mensch, ich habe gar nichts gesagt. Ach, wie geil. Cool, Handlebars. Die brauche ich doch gar nicht mehr. Ich habe doch hier schon den fertigen Lenker. Das Chassis fehlt mir, oder? Chassis, nee, Moment, Minibike, Handlebars, den Sitz, okay, den Sitz sollten wir uns nachher erstellen, Baumwolle brauche ich dafür, und was noch, Duct Tape, Leder, Short Iron Pipe, gut, habe ich, Duct Tape und Leder, dann stellen wir uns jetzt einen Sitz her, das haben wir überhaupt noch nicht getan, oder? Nee. Ich glaube nicht. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das könnten wir eigentlich mal eben essen. Blei kann weg. Federn kann weg. Das können wir scrappen. Dann kann das auch weg. So. Grüne Batterie, blaue Batterie. Achtet hier gar nicht drauf. Handlebars. Assemble with other parts. Wie baut man das denn jetzt nochmal? Wenn ich das jetzt nehme und aufstelle, geht nicht, ne? Ich muss das Chassis. Minibike. Chassis. Wie heißt es denn? Unter was finde ich denn hier das Minibike überhaupt? Unter Werkzeug? Wohl kaum, oder? Unter Essen ja wohl auch nicht. Unter Kleidung? Unter Misk? Unter was finde ich denn das Minibike? Ach hier. Oder muss ich den Sitz in die Hand nehmen? Wie funktioniert denn das? Mittlerweile. Ich habe ewig keins mehr gebaut. Ich kann das nicht hinstellen. Das geht nicht. Und ich kann auch nicht auf Assemble gehen. Doch, da. Assemble, Chainsaw, Auger. Kapiere ich nicht. Mir fehlt doch was. Sekunde, ich schneide mal eben. Ah, guck mal, ein Blick ins Wiki hilft. Das Minibike-Chassis, das stellt man sich mittlerweile in der Forge her. Da schau her. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Dann stellen wir uns doch mal eben eins her. 33 Sekunden. Da reicht doch noch das Holz für. Sehr schön. Dann haben wir 15 Uhr. Das geht sich aus. So, okay. Dann haben wir das hier, die Batterie, den hier, das, das. Wir haben irgendwo noch diesen schicken Einkaufskorb gehabt. Hatte ich nicht einen lilanen Einkaufskorb? Mir war das so. Ich nehme erstmal den blauen. Wo ist denn der Lila hin? Ein Schloss hätte ich auch noch, aber warum sollte ich es hier abschließen wollen? Ich bin ja alleine. Mir war so, als hätte ich einen lilanen Einkaufskorb mal gehabt. Dachte ich jedenfalls. Oder habe ich den irgendwo anders reingekippt? Ich weiß schon, dass ich in der Nacht hier aufräumen werde. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich in dem Haus auch mal wieder ein bisschen weitermachen drüben. Vielleicht dann mal ein paar Kisten hin. Oha. Ja, okay. Dann gehen wir mal runter und dann lassen wir was hier. Das Öl, wir nehmen mal 1000 Benzin mit.
Die Bullet Casings lassen wir mal hier. Die Short Iron Pipes. Den Alkohol lassen wir hier. Den Chlorhammer, den können wir mitnehmen. Das können wir nochmal reparieren hier. Das brauchen wir auch nicht. Ja, ein bisschen Wasser kann ich schaden. Kaffee brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Nee, Kaffee brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann kann der ja zurück. Ich habe jetzt ja kein 2000 Benzin. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich nehme mal 3000 Benzin mit. Solange ich nicht weiß, wie viel das Ding jetzt verbraucht, ich habe seit der Änderung mit dem Benzin kein Minibike mehr gefahren. Wo stelle ich denn am besten mal hin, ohne dass es zerdeppern? Ich darf es überhaupt hier nirgendwo hinstellen, ne? Das ist ein Problem, glaube ich. Okay, wir bauen es hier mal auf. So, und zwar in die Richtung gleich, so in Fahrtrichtung. Na, da, Empty Minibike. Das kommt da rein, das kommt, nanu, ach, mit Shift geht das. Zack, zack, zack. Und es kommt noch ein Lock dazu. Wir haben ein Flawless Minibike. Sehr schön. Refuel. Oh. Okay, 1000 sind 58%. Boah, krass. Das ist ja nicht viel, ne? Da kommst du ja nicht weit mit, ne? Dann hole ich nochmal eben was. Und ich will mir hier... Ach, ich will noch so viel machen in der Nacht. Also den Tunnel mache ich vielleicht jetzt doch nicht. Dann baue ich mir hier lieber... so. Ich glaube, ich baue mir hier lieber irgendwie mal doch Hatches ein. Das geht mir so auf den Sack hier mit den... mit den Woodframes. Ich finde es gar nicht schön. Okay. So, wenn du mir wegbackst, ne? Wow, ist das ein Scheinwerfer. Na. Wie komme ich überhaupt raus? Nehme ich Schaden an den Spikes? What the fuck? Ihr habt doch einen Arsch offen. Das kann doch nicht angehen. Ich glaub's ja nicht. Echt jetzt? Jetzt habt ihr... Boah, ey. Jetzt bin ich aber sauer. Ohne Scheiß, das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Ich bin da in 3 Sekunden verreckt. Das ist auch nicht möglich, ey. Das ist ja unglaublich, wie viel das abgezogen hat in so wahnsinnig kurzer Zeit. So schnell kannst du ja nicht mal mehr rausfahren und dich heilen. Das geht nicht. Funpimps, das muss, ganz ehrlich. Ich meine, abgesehen davon, dass das vielleicht nicht so clever war, ich wollte dann auch mal gucken, was passiert und wie schlimm es ist. Aber das kann auch nicht richtig sein. Das kann es auch nicht sein, oder? Also das kann es auch echt nicht sein. Das geht auch nicht. Okay, so, dann machen wir die hier mal weg. Hallo. Hitbox. So, dann... Weil die Lenkung ist auch nicht so doll. Okay, dann muss ich das wohl immer draußen irgendwo abstellen. Ob ich mir in der Nacht jetzt mal erlaube, in der Mine nochmal nach Metall zu graben, dann können wir draußen so lange ein bisschen durch die Gegend fahren. Es ist leiser geworden, fällt mir auf. Das ist sehr angenehm. Und wir könnten eigentlich mal den Shotgun-Store suchen. Der war doch hier links irgendwo. Mal gucken, wie lange das Benzin hier so hält oder wie schnell das runtergeht. Crackerbook. Wo war der denn? Okay, es ist verbuggt. Zumindest kann ich die Karte nicht anmachen, während ich da drauf sitze. Das ist ein Bücherladen, das ist ein Bücherladen. Ist das der Shotgun Store? Wo war der denn? Das war er nicht. Das war er nicht.
Ah klar, da vorne ist er. Sehr gut. Steigen wir hier mal ab und gehen mal direkt rein. Schon der Rade kann ja hier zu sein. Das müssen wir ausnutzen. 18 Uhr. Und dann rüber zur Mine, würde ich sagen. Ne? So, Licht anmachen. Und ja, so viel zu. Ich will nachts aufräumen drüben, wenn ich jetzt doch in den Shotgun Store gehe. Es gibt halt einfach zu viel zu machen für mich hier momentan. Da weiß man nicht sonst, mit was man zuerst anfangen soll. Ich überlege mir das gleich noch. Wir fischen auf alle Fälle jetzt hier erstmal ein paar nette Sachen raus. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Also, wie gesagt, ich muss das Bike wahrscheinlich draußen vor der Tür stehen lassen. Rein komme ich zu mir nicht mehr. Da bringe ich mich ja bei um. Den nehmen wir mit. Achso, das ist gar kein mitnehmbarer. Eigentlich war da doch immer eine Kiste, ne? Ah. Du bist ja schon offen. Das passiert mir nicht nochmal. Dass ich eine heile Kiste kaputt mache. Da habe ich keinen Bock mehr zu. Das habe ich zu oft gemacht. Okay, gucken wir mal. Es ist erstaunlich ruhig hier draußen gerade, finde ich. Dass das eben noch so viele durch... Was höre ich denn da? SMG, AK-47. Okay, die können wir auch nochmal lesen. Shotgun Short, Pistol, Shotgun Long, AK-47 Stock. Assemble. Ach, toll. SMG. SMG, Hunting Rifle. Hunting Rifle. Assemble, der kommt damit rein. Hm. Habe ich auch nichts, was ich hier irgendwie mitnehmen könnte. Ne? So. Nee, okay, dann gucken wir mal. Hier hinten hätten auch mehr Kisten stehen können, oder? Wie seht ihr das? Oh Mann. Oh Mann. Ein paar mehr hätten es schon sein dürfen, finde ich. So, okay. Wenn ich das so richtig im Auge habe, würde ich sagen, ist die Folge hier vorbei und... da ich mal gemein bin, sage ich mal, wir öffnen den Safe in der nächsten Folge. Ja, hasst mich dafür. Ich hab euch lieb. So, das Holz schmeiße ich weg hier. Ich brauche da noch ein bisschen Platz. Und dann düse ich mal zurück. Und dann können wir mal gucken. Nee, das esse ich jetzt nicht. Gut, dann verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.